Moin Mann und willkommen zu einem kurzen Video, wo ich euch kurz darauf aufmerksam machen möchte, dass ich mir Streamzeiten rausgesucht habe für 2019. Das heißt, ich möchte ganz gerne 2019 das Ganze ein bisschen regelmäßiger machen und ein bisschen geplanter, damit ihr natürlich auch einen Plan habt, wann ich denn live bin und wann nicht. Und dass es nicht immer so, ja, so überraschend kommt, mehr oder weniger, wann ich halt live bin. Um das Ganze kurz zu machen, das Ganze wird so funktionieren, dass 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., also immer alle 2 Tage und immer, wie gesagt, zum geraden Tag des Monats. Ich würde das ganz gerne, wie gesagt, diesen Monat einmal ausprobieren zum Januar und dann mal gucken. Wir können dann am Ende so ein bisschen Resümee ziehen. Ja, wenn man Fremdwörter nicht aussprechen kann, sollte man es vielleicht lassen. Aber das will ich diesen Januar auf jeden Fall mal probieren und 2019 mal gucken, wie das läuft, ob ich das dann ein bisschen anpassen werde. Das Ganze, wie gesagt, ab 16 Uhr immer. Ich finde, 16 Uhr ist ein ganz guter Startpunkt. Das ist jetzt nicht so mega früh, aber die meisten Leute, glaube ich, eh alle am Arbeiten sind und so, ist 16 Uhr, denke ich, am sinnvollsten. Da sind alle aus der Schule und Arbeit und ja, die Leute, die dann Bock drauf haben und Zeit haben, können vorbeischauen. Das Ganze, wie gesagt, geht dann im Moment nicht so bei 4-5-Stunden-Rhythmus. Kommt immer ein bisschen drauf an, je nachdem auch, was wir zocken. Was das angeht, Januar wird, denke ich, so das bleiben, was ich bis jetzt auch zocke. Viel DayZ. DayZ macht mir momentan richtig Spaß, weil durch den Mod-Support fühlt sich das jetzt wieder auch deutlich mehr an wie früher, wie in der Mod. Das macht deutlich mehr Action, deutlich mehr Fun. Also ich habe bis jetzt zumindest die letzten Male deutlich mehr Spaß gehabt beim streamen und zocken und dann, ja, hoffen wir, dass es mal so weitergeht diesen Monat. Ab nächsten Monat kommen auch wieder ein bisschen interessantere Sachen raus und da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, was dann vielleicht eventuell auch Neues kommt. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Battlefield geben, Insurgency und ja. Ansonsten, was Updates angeht, es kann natürlich immer sein, dass ich eventuell an dem Tag was vorhabe oder dass es mir mal nicht so gut geht oder so, weil ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit den Händen. Das heißt, wenn mal ein Stream ausfallen sollte, werde ich das auf jeden Fall auf Twitter posten. Da geht es eventuell ein bisschen unter, deswegen werde ich auch das Ganze auf dem Discord-Channel posten lassen, Ankündigungs-Channel, Text-Channel, da kann jeder reingucken und falls er sich fragt, ob heute Stream ist oder nicht oder falls da mal was ausfallen sollte, findet ihr das auch dort. Ansonsten Discord kann ich nur ans Herz legen. Falls ihr quatschen oder irgendwie Kontakt sucht, oder einfach mal mitzocken wollt. Gut, das soll zum Grunde genommen schon gewesen sein, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Heute, wie gesagt, auch 2. 16 Uhr, kommt vorbei, ich würde mich freuen und ja, dann bis später. Ciao, ciao.